Wir freuen uns auf dieses Eröffnungsspiel dieser Gruppe N Chemnitz gegen Varese. Und wir wollen natürlich ein Viertelfinale Mittwochabend, 19 Uhr, klassische Eurocup-Zeit.
die Referees dieser Partie, Kommissar Marek Smikiewicz from Poland, the Referees are Jan Balun from Czech Republic, Arnaud Pagos from Spain, and Karol Kowalski from Finland. Thank you.
dann Ideborg hat die fürs Fahren. Yeah.
Mannschaft Usman Kobani. Defense. Erstes Foul Dominik Lockhart. Jetzt wechselt Tyler Umwell und Kevin Hebel kommen rein. Thank you.
Punkt schon für Kevin Ebo. Chemnitz wechselt in die Ober- und Fußball-Oberliga rein. Das Game der FIBA Euro Cup, die Messe, sie steht, das zweite Viertel steht ein. Chemnitz führt bis hier souverän, aber wir bleiben dran, wir geben weiter Gas für Team Weiß, für die Niners Chemnitz. Auf geht's! Defense!
Van Beck. Zweites Tor. Thank you.
Defense!
uns wunderbar. Es steht 62 zu 41 für die Niners. So kann es, so soll es weitergehen. Gleich geht's weiter mit Viertel Nummer 3 und danach gibt's hier Neuigkeiten zur Niners Chemnitz App. Also alle, die sie schon haben, guckt doch mal wieder rein. Und alle, die sie noch nicht haben, ladet sie euch doch mal jetzt in der Zeit runter. Komplett for free. Im Play Store, im Apple Store, überall, wo es Apps gibt. Guckt rein. Niners Chemnitz App, gleich mehr dazu.
Schultern und wir sagen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, 14 Jahre an Finn Bach. Herzlichen Glückwunsch! Und natürlich kommt man zu seinem Geburtstag zum Basketball, wenn die Niners spielen, keine Frage. Und so ist das auch heute. Und wir sehen bisher in einem absolut überzeugenden Auftritt unseres Teams. Defense ist unglaublich und auch in der Offense lassen wir wenig anbrennen. 10 Offensiv-Rebounds in den ersten beiden Vierteln und allein 5 Stück davon von Kevin Evo. Jetzt sind auch Offensive und die Messe steht. Thank you.
Zweites Foul, Kevin Hugo.
Eurocup. Es ist das dritte Viertel in diesem ersten Gruppenspiel der Gruppe N auf den Steiners. Thank you.
Team Sorrow 5 gegen uns. Zu dem Spiel West Farnbeck.
Trainer für Chemnitz, Jeff Garrett. Die Messe steht. Thank you.
Jeff Garrett. Thank you.
Offensivergebnis Ismail Kobani, drittes Foul. Thank you.
Chemnitz, das ganze Team und der Staff sagen Dankeschön an 2315 Fans. Give us all time. Thank you.
Viertes Foul für Leon Schreinsson. West von Berg und Sander Hoffmann kommt zurück. Chemnitz!
schreib's ja. Thank you.
Der Wahnsinn, er geht weiter. Chemnitz bleibt ungeschlagen im Europe Cup, ungeschlagen zu Hause und holt sich den 17. Sieg in Folge. Am Ende ein klares 109 zu 85. Dankeschön an unsere Gäste, Italien, Parise und Chemnitz damit gleich mit dem ersten Sieg in Gruppe N. Diese zweite Gruppenphase gestartet, optimaler Einstand. Danke an dieses Team! Erzählen, was am Samstag hier los sein wird. Das Spiel der Spiele im deutschen Basketball. Im Moment, es ist das DBL-Pokal-Viertelfinale. Es gibt kaum noch Karten, da noch keiner hat. Sollte sich unfassbar beeilen. Es geht gegen Razu Faru. Erster gegen Zweiter. Unsere einzige Niederlage in dieser Saison. Also auch gleichzeitig die Chance für eine wichtige Revanche. Und es geht um den Einzug ins
teilweise wirklich im Griff im Flügel, war mir da vorgeglüht, was eigentlich unser Steckenpferd sein sollte. Das sah mir wirklich nicht gut aus. Ja, und dann hat das vielleicht die Magie auch, diese Truppe. Und dann von Spieltag zu Spieltag.